Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer BVB-Trainerkarriere. Das Spiel gegen Köln steht an. Schauen wir mal rein, machen wir hier nochmal unsere Taktik. Unsere Jungs sind alle nicht so gut drauf. Ich glaube, ich gebe Thielemanns mal wieder eine Chance für Gündogan. Khedira lassen wir, ja, den Rest lassen wir einfach mal so. Machen wir sonst noch was, was wir vielleicht mal wechseln können? Den würde ich ganz gerne mal mitnehmen, den guten Mkhitaryan. Den würde ich auch ganz gerne mal wieder spielen lassen. Tja, und sonst? Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Lassen wir es so. Kurzer Blick in die Tabelle. Wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit unseren Dortmundern, schon seit den letzten ganzen Folgen. Wir haben 10 Punkte, wir verlieren so langsam den Anschluss an die Bayern und an die anderen Verfolger von den Bayern. Wir gehören aktuell nicht dazu. Schauen wir mal, ob es gegen Köln vielleicht hier ein bisschen besser wird. Vielleicht kriegen wir hier mal wieder einen Sieg rausgespielt. Das wäre auf jeden Fall mal wichtig. Wir haben ja gerade mal 2 in dieser Saison quasi geschafft, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. 2 Siege bisher. Ich glaube sogar gegen die Bayern. Haben wir nicht gegen die Bayern gewonnen? Bin mir gar nicht so sicher. So, neues System immer noch. Wie gesagt, eine Chance gebe ich dem System noch. Diesmal fange ich am Anfang nicht mit defensiv an, sondern bleib auf ausgeglichen. Vielleicht kriegen wir uns so dann vielleicht ein paar mehr Chancen noch rausgespielt. Tja, und dann, wenn das dann auch nicht klappt, dann bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Weiß ich auch nicht mehr. Wie gesagt, ihr könnt mir natürlich auch gerne Tipps geben, falls ihr irgendwie wisst, wie man oder ein gutes System habt, was gut funktioniert, was gut auf meine Mannschaft passen würde. Könnt ihr mir das natürlich gerne schreiben, könnt euch da gerne mit einbringen. Ich auf jeden Fall freuen. Da habe ich den Ball gleich wieder verloren gegen Matuschuk, war das Matuschuk? Muss ich schnell nicht lesen können. Matuschik heißt er, glaube ich. Oder so, mit Y. So, jetzt auf Piszczek. Da unten ist ein bisschen Raum. Khedira. Ja, einmal durchkombiniert. Jetzt Reus ist da frei. Kommt da sogar durch, gut. Kommt zum Schuss mit Reus. Abziehen. Und, oh, Aubameyang, macht ihn doch rein, Junge. Hector muss klären. Einwurf, Piszczek. Und der kommt ganz gut und geht leider daneben. Ja, es klappt ganz gut mit dem Chancenausspielen gerade, habe ich das Gefühl. Wir sind nur noch nicht, ja, wie sagt man, gut genug vom Tor gerade. So, Thielemanns schön erobert den Ball hier. Geht da mal durch. Okay, ist noch im Ballbesitz. Spiel einfach mal den Ball und zieh ab mit Ramos. Ist noch heiß. Horn hat ihn abklatschen lassen. Ah ja, wir kriegen unsere Chancen. Aktuell passt's. Aktuell passt's. Schön von Sokratis da mit dem Kopf hingegangen. Jetzt spielt er wahrscheinlich nach unten, genau. Einmal gestört, gefoult sogar von Reus. Oh, der hätte ich doch fast gehabt, schade. Jetzt kommen sie über die Flügel. Jetzt in der Mitte zumachen, wieder über die Flügel, nicht zum Flanken kommen lassen. Da kommt der hohe Ball, beziehungsweise halbhohe Ball. Suchen sie es über die andere Seite, finden gerade keine Schnittstelle. Ja, Reus jetzt. Komm, gib Gas. Du bist schnell. Einmal nach innen gezogen, mit links abgezogen und der Ball ist im Tor. Großartig. Abgefälscht. Mit einem schwachen Fuß geschossen. Ging, glaube ich, nicht anders. Also besser hätte ich es nicht hingekriegt. Schauen wir vielleicht nochmal rein. Das ist die Wiederholung. Das freut mich natürlich, dass wir jetzt hier endlich mal in Führung gehen. Jetzt müssen wir hinten natürlich noch gut stehen. Vielleicht gleich auf Defensiv schalten. Schauen wir mal, da hat er nochmal schön den Ball quasi versucht, in den anderen Raum zu kommen. Ansonsten wäre es schwer geworden, da abzuschließen, glaube ich. Genau, jetzt stellen wir einen auf Defensiv. Das heißt, hinten noch ein bisschen dichter stehen. Jetzt haben wir noch bessere Konterchancen. Jetzt könnte unsere Taktik wirklich mal aufgehen. Oh je. Mit dem Verteidiger da drauf gehen, glaube ich. Kopfball. Und, oh, den hätte er fast eingenickt. Matuschik. So,
Wo haben wir die Anspielstation? Da ist er. Schnell nach vorne. Reus geht. Zeigt an, dass er gehen will. Unten läuft Sterling. Schicken wir ihn mal. Sterling schießt. Horn lässt wieder abklatschen. Nicht gut drauf, der Keeper von Köln gerade. Da geht auf jeden Fall einiges noch. Jetzt hat Köln allerdings die Chance zum Kontern. So, jetzt müssen wir ihn da vom Flügel wegholen. Okay, das hat er schön gemacht. Den Ball durchgelassen. Ich weiß gar nicht, ob es gewollt war. Sah nicht so aus. Hat allerdings gut funktioniert. Oh je, da hat er mich ausgedribbelt. Muss ich draufgehen jetzt? Ja. Zu dritt haben sie den Ball erobert. Und müsste Abschluss geben. Genau, Abschluss gibt's. Spielen wir ihn wieder nach außen. Vielleicht mal den weiten, langen Ball schlagen. Gucken, kommt Reus dran? Nicht ganz. Reus macht ein gutes Spiel hier, habe ich das Gefühl gerade. Hat schon einen Treffer gemacht, ja. Oder zumindest entscheidend rausgespielt. Okay, den haben wir. Reus geht. Ja, so kann das, so funktioniert das. Ziehen wir den mal ab und ja, mit dem Finesse-Shot unten rechts in die Ecke geknallt, das Ding. Und damit steht es 2:0 gegen Köln hier. Reus mit seinem zweiten Treffer. Großartig, da geht's mal auf, die Taktik. Wie gesagt, Köln steht auch ja, ziemlich schlecht hinten, habe ich das Gefühl. Natürlich müssen sie jetzt auch immer weiter nach vorne gehen, um wieder ranzukommen. Liegen natürlich hinten, da geht unsere Kontertaktik natürlich noch besser auf. Jetzt muss das nur noch gegen gute Gegner funktionieren, dann haben wir unser System gefunden. Wie gesagt, der Spielzug eben war auf jeden Fall gut. So kann es auf jeden Fall gehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hinten den Ball gewinnen und jetzt wieder schnell nach vorne. Ah, da habe ich den Ball verloren, unglücklich. Vorne Khedira. Okay, jetzt ist hier ziemlich zugestellt alles. Sterling legt ihn ab auf Tielemans. Und ja, Tielemans vertändelt ihn leider. Kommt er nochmal hin? Nee, kommt nicht hin. Jetzt Sterling auf dem Flügel mit der Grätsche. Grätscht vorbei ins Leere. So, jetzt wieder die Ordnung finden. Tielemans ist da. Könnte ihn abblocken. Nicht zum Schuss kommen lassen. Den Flügel ausweichen. Sterling klärt. So, jetzt wieder die Ordnung finden. Köln baut langsam auf. Den haben wir. Ausgeklärt. Wollte ich so nicht, aber gut, manchmal ist halt so. Kommt Ramos hin. Ramos kommt hin. Okay. Was war das jetzt? Einwurf für uns, glaube ich. Ne, für den Gegner. Ja, Ramos, Kopfball stark. Und was war das von Tielemans, bitte? Ah, der ist halt noch nicht so stark. Der muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Den haben wir auch gekauft zum Aufbauen. In erster Linie. So, ja, der war ein bisschen zu weit. Kommen wir sogar noch ran, fast. Also Horn macht kein gutes Spiel, das muss ich mal so festhalten. Der Keeper von Köln ist es. 2:0 steht es, gleich ist der Halbzeitpfiff. Okay, den hat er schön durchgesteckt und das ist der Schlusspfiff, beziehungsweise Halbzeitpfiff. Warum sage ich immer Schlusspfiff? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal in die Statistik. Ich denke, wir liegen auf jeden Fall vorne. Ja, Ballbesitz natürlich nicht, aber wie gesagt, wir wollen kontern, da ist Ballbesitz natürlich wurscht. Wir haben 7 Schüsse aufs Tor und 2 Treffer gemacht, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Diesmal kommen wir auf jeden Fall zu unseren Chancen und so will ich das auf jeden Fall auch haben. Hinten stehen wir gut, spielen schnell nach vorne. So, jetzt Ramos mal. Ramos gefällt mir noch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Können wir gleich nochmal Immobile ausprobieren. Könnten natürlich auch mal Aubameyang da vorne noch mit in den Sturm stellen und Kagawa auf die offensive Mittelfeldposition stecken. Das wäre auch nochmal eine Option, ne? Können wir nochmal ausprobieren. Weil Kopfbälle sind meistens auch eh nicht so mein Ding. Und da kommen sie mal zum Schuss, zum Abschluss. Oh, das war schlecht.
Schlecht gespielt. Oh, Thielemanns kommt hin. Gut, gut gemacht. So, und jetzt heißt es nach vorne, Jungs. Kommt keiner mit, so recht. Hm. Ein Ticket zu langsam gemacht. Nicht die richtige Idee gehabt. Ja, Aubameyang ist da. Schön geklärt zum Aus. 2:0 steht es immer noch. Köln wechselt. Können wir auch gleich nochmal machen. Schauen wir gleich mal, wen wir da noch so bringen können. Ich denke, beim Stand von 2:0 können wir vielleicht sogar ein bisschen defensiver gehen. Machen wir das doch einfach mal. Wen können wir dann da noch so bringen? Khedira und Bender zusammen. Das wäre doch mal eine ganz gute Idee. Und probieren wir mal Aubameyang im Sturm, wie schon angekündigt, und Mkhitaryan da auf der äußeren ZOM-Position. Schauen wir mal, ob das Früchte trägt. Ja, Schmelzer ist da. So, jetzt muss einer mitkommen, sonst wird das nichts. Ah, so kriegst du gar noch mein Flügelspiel hier hin. Ja, das funktioniert gut zwischen den beiden. Nochmal Sterling. Sterlings Linksfuß. Und da wird geklärt zur Ecke. Rechtsfuß ist er, ne? Müssen wir immer dran denken, dass wir mit dem nach innen ziehen. Ich glaube, der hat auch nicht so einen starken Weakfoot. Probier's einfach mal mit der Flanke. Vielleicht klappt's ja nicht ganz. Dann haben wir da am Ball Schmelzer. Ramos ist noch drin, ne? Nehmen wir es doch mal mit der... Nee, Ramos ist schon draußen. Wollte ich gerade nochmal die Flanke versuchen. Wenn wir den da schon so auf der Außenposition haben. Oh, da bin ich blöd vorbeigegangen. Ja, Schmelzer ist da. Gut geklärt. Jetzt kann es schnell gehen. Über den Flügel nehmen wir Sterling mit. Okay, stehen sie hinten wieder sicher. Müssen wir mal gucken. Vielleicht über die andere Seite. Aubameyang schicken und Horn müsste da sein. Genau, Horn ist da. Hat ihn sicher. War ein bisschen zu weit vorgelegt. Okay, was machen sie da? Die Kölner. Jetzt macht er ihn weit. Kommen wir hin mit dem Kopf. Matuschuk. Jetzt nicht den Treffer kassieren. Nicht Köln nochmal rankommen lassen. Mhm. Ballgewinn von Köln. Abklatschen lassen. Kommt, jetzt kommt mal mit hier. Sterling kommt nicht hin. Schade. Und Aubameyang wurde von den Beinen geholt. Habe ich gar nicht so gesehen. Okay, gehen wir hier zu Khedira. Machen wir kurz. Jetzt brauchen wir irgendwo mal jemanden, der sich anbietet. Ich spiele ihn einfach mal da so vorne rein. Klappt das? Ne, klappt nicht. Hätte gedacht, dass wieder vielleicht da einer in den Laufweg läuft. Leider nicht ganz aufgegangen. Der Plan. So, den haben wir. Sokrates. Was macht der da eigentlich so weit hinten? Wegen dem Freistoß wahrscheinlich. Khedira'n nehmen wir mit. So, nach innen ziehen. Ne, war zu weit vorgelegt. Einwurf gibt's für die Dortmunder. So, jetzt nehmen wir hier noch jemanden mit. Zack, Piszczek. Über die andere Seite, da müsste ein bisschen mehr Raum sein. In zu Reus. Kommen wir uns da vielleicht durchgedribbelt? Nicht ganz. Zurücklegen. Khedira, kann er schießen? Nicht ganz. Wurde abgefälscht. Müsste Ecke geben. Jetzt hole ich mir mal einen ran. Mit einem Sokrates. Okay. Der kann, glaube ich, nicht ganz so gut offensiv agieren. Okay, den hat er nicht kontrollieren können, der gute Reus. Kopfball einmal nach vorne. Gehen wir mal noch einen Defensiver. Das ist natürlich, wie ich keinen Treffer mehr kassieren. Wir führen 2:0. Können wir uns jetzt nicht leisten, dann noch uns einen einzufangen und Köln nochmal die Chance zu geben, ranzukommen. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen. Den Köpfen raus. Reus. Ah, wieder abgelaufen. Schade. Ja, den haben wir. Komm, Aubameyang muss mitkommen. In den Rücken da. Wird von den Füßen geholt. Und wieder Freistoß. Wissen Sie sich nicht anders zu helfen.
So, kriegen wir den da reingedonnert? Ich weiß es nicht. Ich denke eher nicht. Da wird nochmal gepfiffen. Die Mauer zu weit vorgerückt. Ich mach's einfach mal so. Wieso schießt eigentlich Bender? Wieso schießt nicht Reus? Was ist das denn gerade gewesen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nun gut. Ich bring nochmal die Flanke. Drei Balken, wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Krieg ihn aufs Tor, aber nicht mit genug Wucht. 5 Minuten noch zu spielen, wir führen 2-0. So viel sollte da jetzt nicht mehr passieren, denke ich einfach mal. Okay, den Ball darf ich dann natürlich nicht durchlassen. Spielen wir zurück zum Keeper. Und jetzt einmal den langen Ball nach vorne. Das klappt doch. Komm, gib Gas. Haben wir. Schießen wir einfach mal. Und oh, schade. Wieder gegen den Pfosten. Da hätte sich Aubameyang jetzt mal belohnen können. Das war echt schade gerade. Okay, jetzt mal vielleicht nicht ganz so doll. Da kommt Aubameyang zum Kopfball. Neben das Tor allerdings. Nicht präzise genug. Der Junge kann auch Kopfbälle. Man sieht es hier. Oder hat es eben gesehen. Kira, den Kopf nach vorne. Okay, jetzt stehen wir hinten ein bisschen offen. Ja, Kedira schön den Ball rausgeholt und gewonnen. So, und ich denke, gleich wird abgepfiffen. 5. Minute der Nachspielzeit. Sterling nochmal mit dem Einwurf. Jetzt nicht zur Ecke hier. Kicken wir den dann nochmal raus. Und ja, das ist der Schlusspfiff, oder? Ne, nochmal Freistoß. Kicken wir ihn jetzt nochmal raus. Zack, mit Hummels. Einfach weit nach vorne. Und dann sollte abgepfiffen werden, denke ich. Ja, kommen wir nochmal zur Chance hier vielleicht sogar. Ja. Schießt doch einfach mal mit links. Nee. Natürlich ist ein schwacher Fuß, glaube ich. Aber was soll's. Damit abgepfiffen. Damit geht das Spiel mit 2-0 an uns. Und endlich mal wieder ein Sieg. Ein entscheidender Sieg vor allem. Hier kurz in die Statistik geschaut. Wir sind sogar vom Ballbesitz angekommen. Schaut euch das mal an. Hier 10 Schüsse aufs Tor. 13 Schüsse insgesamt. Und 2 Tore gemacht. Das lässt sich doch auf jeden Fall mal sehen. Im Vergleich zu den Spielen, die wir davor mehr so hatten. Das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Spielerbewertung, wie sieht's aus? Marco Reus mit ja einem richtig guten Spiel, hat beide Tore gemacht. Aubameyang auch mit einem guten Spiel. Sterling mal ein gutes Spiel gemacht. Khedira wie gehabt. Wie sieht's mit den anderen beiden aus? Thielemans, ja, 6,7. Das denke ich auch ganz okay. Die Außenverteidiger haben auch ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, das war mal eine richtig gute Partie. So kann es weitergehen. Ich denke, wir werden das System auf jeden Fall erstmal noch beibehalten. Was gibt's hier? Nachricht von Spielern morgen. Ich möchte nur sagen, dass ich glücklich darüber bin, einer der ersten Namen in der Startaufstellung zu sein. Ich spiele hier wirklich gern. Okay, das hört man gern. So, simulieren wir mal weiter. Da gibt es nochmal Aktuelles aus England. Als Nachricht. Und Hannover ist unser nächster Gegner. Die sollten doch auch machbar sein. Hier Spanien abgegrast. Aktuelles aus Italien. Ja, können wir, denke ich, alles löschen. Was gibt's hier nochmal? Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt. Deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt, dass ich derzeit nur für die Ersatzbank eingeteilt bin. Ich möchte in die Startaufstellung. Okay, er will unbedingt in die Startaufstellung. Ich würde sagen, geben wir ihm doch nächste Partie einfach mal die Chance. Weidenfeller ist natürlich richtig gut drauf, damit seine 85, aber was soll's. Lassen wir den guten Langerack auch mal... Sein Spaß, lassen wir den auch mal eine Partie spielen. Reus gut in Form, Aubameyang gut in Form. Ich denke, den werden wir mal dahin packen. Und dann werden wir mal, wieso wird mir Kagawa eigentlich nicht angeboten da auf der Position? Nur Mkhitaryan. Doch, da ist er. Den Kagawa will ich da mal spielen lassen. Beziehungsweise ist Kagawa eher links. Ja, Kagawa ist eher links. Tauschen wir die beiden doch. Sterling auf rechts, Kagawa auf links. Das könnte doch ganz gut gehen. Probieren wir es so mal aus, nächste Partie. Mit Thielemans wieder in der Startaufstellung. Können wir mal kurz gucken, wie sich der eigentlich so gemacht hat. Wo sieht man das denn? Hier, Ziele, Budget erholen, Jobangebote, Mannschaft, Teambericht, Teamrang, Teambericht müsste es sein. Werfen wir doch mal einen Blick drauf. Thielemans, ist noch nicht viel passiert, ne? Ist auch schlecht in Form. Wie gesagt, der muss noch ein bisschen reinkommen. Vielleicht verleihen wir den auch noch zur Winterpause. Das wäre auch noch eine Option. Weil so recht hat er sich noch nicht eingefunden in unsere Mannschaft. Schade eigentlich. Hätte ich mehr von erwartet. Nun gut, was wollen wir machen? Schauen wir nochmal in die Tabelle.
Platz 5 sind wir. Wie gesagt, haben jetzt Punkte geholt. 3 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Ja, wir kommen auf jeden Fall ran. Bayern natürlich eine richtige Macht da mit 7 Siegen, einer Niederlage. Gut, ob wir die nochmal einholen, ist fraglich. Aber unser Ziel sollte es natürlich sein, die einzuholen. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann gegen Hannover. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.